Beim letzten Mal haben wir es leider nicht geschafft, den Turm ganz zu erklimmen. Und heute... Ich meine, man kann ja hoffen, aber es ist nicht einfach. Ja, also ganz nach oben zu kommen, ist wirklich kein Zuckerschlecken. Heute möchte ich mal eine andere Palette probieren. Beim letzten Mal habe ich die von Nummer 4 probiert. Ich könnte natürlich die von Limone benutzen, ja, und snipen, aber... Boah, ey, ich glaube, ich versuche mich lieber einfach an der hier, an der ganz normalen Waffe erstmal. Das ist das, das ist die Palette von Perla. Und die ist ja ähnlich zu der letzten, ne? Man hat hier diesen Doppelklaxer, aber kann halt diese Extra-Attack hier machen. So, den Rest haben wir schon gemacht. Wir können also sofort starten. Und das werde ich deswegen auch tun. Ja, wir spielen hier in... Roguelike. Ja, also es gibt wirklich nur eine Etage. Sehr schön. Da wir Etage 5 während unseres letzten Durchgangs abgeschlossen haben, erhalten wir diesmal sofort und direkt 500 Memoneten. Hm, prima. Hey, hast du nicht gesagt, dass sich auf Etage 5 eine Automatenecke befindet? Wieso gönnen wir uns dort nicht eine kleine Auszeit und hauen ein paar Memoneten auf den Kopf? Das sollte uns den fetten Vorteil verschaffen. Also nichts wie Nummer 8. Ich habe jetzt auch mal drüber nachgedacht. Macht schon Sinn. Es macht schon wirklich Sinn, diese Memoneten zu benutzen in dem Automaten. Denn das ist nicht das Einzige, was uns Perlen bringt, sondern auch diese Chips hier. Das bedeutet, die zu kaufen und die Memoneten auszugeben, macht deutlich mehr Sinn, als sie zu behalten, um zum Schluss mehr von den Pearls, von diesen Perlen zu bekommen. Fangen wir gleich hiermit an. Die Drohnenanzeige wird schneller aufgefüllt. Ja, von mir aus, oder? Oder das? Ich meine, das ist natürlich ganz gut. Bessere Glückskombo. Ja, komm, ich glaube, ich nehme sogar das. Tut mir leid, schwieriges Ding beim allerersten. Aber ich glaube, das macht gerade mehr Sinn. Einfach weil... Naja. Es sind übrigens wirklich, es sind 30 Stufen. Und ja, wir müssen mit jeder Palette einmal ans Ende kommen, um alle Schlüssel freizuschalten. Und das ist ja irgendwie der Sinn des Ganzen. Bedeutet also, das wird das Ziel sein. Oh mein Gott. Zack. Erstes kaputt. So muss das doch. Wir wollen ja auch das zweite gleich wieder herwandern. Hm. Schade. Hat nicht geklappt. Dachte, vielleicht klappt das ja. So, wieder neue Tinte da. Eigentlich sollte das nicht so schwierig sein. Ist halt die Frage, was ist hier drin? Kann ich damit irgendwas anfangen? Ja, kann ich. Wenn wir gerade schon in den frühen Stages ist, können wir ja gucken, was wir... So, ah, das war ja schlecht. Das hätte ich ja viel später machen müssen. Oh, egal. Das schaffen wir jetzt. Rainer ist noch da? Wo denn? Ach, da ist noch einer. Oh, lol, ey. Habe ich gar nicht gesehen. Naja, dann mache ich die hier mal fix fertig. Und jetzt schnell. Perfekt. Ich bin echt süchtig. Ich habe richtig Bock, hier noch weiter aufzunehmen. Ich habe ja richtig Bock, das noch weiterzumachen. Deswegen machen wir das. Ist das tatsächlich genau das, was wir tun? So. Explosionskraft. Die Stand Explosion. Verlangsamt Gegner, sich auf deiner Tinte bewegen. Und 70 auf 45. Oder Verbrauch reduzieren. Mmh. Alter. Ich glaube, ich nehme das. Weil so kann man definitiv einfach, so kann man mehr Gegner wegballern. Und das war letztes Mal echt ein Problem. Dass diese... Das war einfach, dass wir einfach zu oft uns aufdiggern mussten. Das sieht ja interessant aus. Ja, ist okay. So. Schmeißt du mal hier auf einfach mal und guck, was passiert, wa? Kann nicht so schwierig sein. Ist, glaube ich, wirklich nicht schwierig. So. Ja, es zieht es an, klar, aber noch nie, aber nicht so extrem, dass das an der Stelle reicht. Aber hier ist schon sehr magnetisch an der Stelle. Das ist gut. Aber das war doch wirklich easy. Auch für so ein Kugelding. Selbst dafür. Okay. Nein, 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 um Gottes Willen, nicht so schnell. Ermöglicht dir längere Glückskombos. Je länger die Kombo, umso häufiger hinterlassen gehen Items. Glückskombo Maximus ist normalerweise ist 10.
Na, dann erhöhen wir das doch auf 20, wa? Für mehr Items. Ja, die sollen solche Bomben fallen lassen. Das ist cool. Das macht Spaß. Hebebodenetage. Okay. Ja, ein paar kennen wir jetzt mittlerweile auch schon. Die ist zum Beispiel nervig. Die ist sehr nervig, ja. So, ich würde behaupten, tatsächlich hier oben kann man, sollte man lang gehen in dem Moment. Ey, der kann ja jumpen, das ist ja fies. Und was macht ihr eigentlich hier? Huch! Wollte ich da hoch? Eigentlich nicht, ne? Aber trotzdem. Also der bewegt sich ja noch einen Ticken weit von alleine. Ah, stopp, stopp, stopp. Ihr seid mir zu viele. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen dran gewöhnt, dass es vorher so gut klappt, ne? Dass das vorher, dass man so viele Upgrades schon hatte. Jetzt hat man die alle nicht mehr. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Na, seht ihr, es bewegt sich auch ein gutes Stück alleine, wenn man das vorher so füllt. So, letzter Checkpoint. Da kommen wir nicht ran. Geh wieder hoch, please. Danke. So, und jetzt hauen wir kurz durch. Das reicht doch wohl, oder? Das kriegen wir doch wohl hin. Ja. Also man merkt schon, die ersten Etagen sind wirklich noch okay. Oh, und ich habe eine neue Bestzeit. 1:07. Goodie. Dann, spezielle Z-Bus. Schnelleres Aufladen der Spezialanzeige. Keks-Generation. Oder das Drohnen. Mehr Drohnenbatterien von Gegnern. Die Drohnenanzeige 100 Punkte auf. Ist halt extrem, ja. Gibt dann auch extrem viel Punkte. Probiere ich auf jeden Fall. So, auf diesen so niedrigen Etagen ist ja extrem noch machbar, würde ich sagen. Und vor allem das haben wir auch schon mal geschafft. Also, komm, let's go. Und wir sind auch jetzt ein bisschen erfahrener, auch mit den ganzen Sachen, die es hier so zu machen gibt, wie das alles funktioniert. Seht ihr, wie viel besser das schon mal jetzt geklappt hat als letztes Mal? So. Zumal das war doch mega gerade, oder? Das habe ich gerade bekommen. Ich weiß gar nicht, was das war. So, du willst mich hier... Ihr wollt mich beide nerven. Ich sehe das schon. Nee, 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 nee. Das lasse ich hier nicht mit mir machen. Nicht mehr. So, du kommst weg hier ganz schnell. So, damit habe ich das. Aber hier wollen die schon. Wir wollen schon wieder mich nerven. Stopp! Nein! Du darfst das nicht! Oh, da ist wieder so ein Batterienfach. Aber bringt mir das überhaupt gerade was? Ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt mir gerade gar nichts, oder? Kann das sein? Weil, haben wir überhaupt irgendwas? Was diese Batterie lädt? Da braucht man erst was für, ne? Weil, also, es ist ja sehr cool, dass ich das jetzt hier habe. Aber fällt mir gerade so auf. Oder habe ich das gerade? Oder verstehe ich das hier falsch? Braucht das erst was? Oh nein, ey. Das wäre ja super peinlich. Ah, weg mit dem. Schnell weg da. Oh mein Gott. Das war jetzt auch nicht so gut, aber besser als andersrum. So, jetzt haben die das hier wieder. Das ist ein dauerhaftes Hin und Her. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und jetzt in der Zeit werden die das andere wieder... Hey, geht doch! Warum geht der da nicht rein? Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Eins, ich hab's aber. Ich hab's. Oh Gott. Okay. Hilfe. Na gut. Die Etagenbelohnung kriegen wir wenigstens. Und jetzt, gut, schwierig, extra ausweichen. Hintereinander ausführbare Doppelausweichrollen auf 2. Cool.
Weil jetzt würde ich den Automaten mal abchecken. Gucken wir uns den Automaten an. Ist ja auch eine Etage, die wir skippen. Es ist aber halt nicht immer was Gutes, ne? Das ist halt das Problem. So, Spezialwaffe. Ach, Tintenschau zu einer Spezialwaffe. Das finde ich Schwachsinn. Schaden, Hauptwaffe. Erhöht den Schaden. Holy moly. Erhöht Wirkungsradius der Geschosse. Nee, ich nehme das. Das sehe ich nicht so ganz. Aber jetzt, wo ich schon mal hier bin, ich nehme es einfach mit. Um mal meinen Worten auch Taten folgen zu lassen. 2 Stück, damit einmal mehr Hauptschaden. Das war das, was ich eigentlich am Anfang, was ich in der letzten Runde etwas... Na... Was ich nicht gut fand. Ja, dass wir nicht mehr Schaden bekommen haben. Mehr Rüstung, Glückskombo Maximum erhöhen. Oder extra ausweichen. Ich benutze das so selten, diese Dopplerrollen, aber... Wäre halt jetzt mal eine Idee, damit ich das auch vielleicht mal nutze. Und es ist ja auch eigentlich ganz praktisch. Okay, komm, mach ich. Und wenn es fürs Geld ist, sodass ich damit zum Schluss mir mehr andere Sachen kaufen kann, wenn ich beim nächsten Automaten angekommen bin. Nutze es einfach mal, ja. Ich versuche es einfach mal zu nutzen. So. Und in der Zwischenzeit... Oh nein. Das war ja irgendwie... leider abzusehen, war, dass das mehr ist als einfach... Ja, okay. Das ist natürlich wirklich nicht so einfach. Geh doch da hoch. Naja, okay. Ich muss die erstmal hier killen. Sonst wird das hier nichts. Ist halt... Ich muss das halt verbinden, ne? Komm, jetzt mach die fertig. Danke. Ich muss das verbinden. Ne? Das gibt ja auch ein Ding, das dem Schaden hinzufügt, diese Ausweichrolle. Also wenn ich die Ausweichrolle mache, dass dann die Gegner Schaden bekommen. Ist wichtig, dass wir das jetzt dazu nehmen. Explosionsradius, Glücksbombenhäufigkeit. Mehr Glücksbomben von Gegnern. Ja, die will ich haben. Ich will die Glücksbomben. Wenn ich Gegner kille, dann gibt's Bomben. Das ist gut. Das ist gut. Ist natürlich wieder auf einer schwierigen Etage, was auch sonst. Wie schon gesagt, gibt einem ja auch was. So. Ich hätte schon früher abspringen sollen, ich weiß. Das bringt nichts. Ich glaube, ich muss, genau. Ich hatte mich immer gefragt, was genau ist diese... Warum sind diese Polygone da um mein Geschoss herum? Jetzt weiß ich's. Das ist, um darzustellen, wie groß meine Geschosse sind. Ich glaube wirklich nicht, dass das so nötig ist tatsächlich in der Realität. Oh mein Gott, ich muss die Viecher da wegbekommen. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, der Rest ist gar nicht so wichtig. Die können hier vielleicht, es ist mir wurscht, dass die hier durchgehen. Solange sie nicht zu groß sind, alles gut. Oh. Ja, Leute. So, und jetzt haben wir es, oder? Nein, wir haben jetzt erstmal den Zähler angehalten. Und jetzt haben wir sie da, okay. Jetzt haben wir es. Solange die nicht wiederkommen... Was für nervige Gegner. Was für nervige Gegner. Ah. Okay. Okay. Supiduppi. Automaten. Schaden Hauptwaffe. Erhöht den Schaden des Geschosses deiner Hauptwaffe bei weit entfernten Zielen. Lässt deine Hauptwaffe getroffenen Gegner von dir wegstoßen. Lässt der Hauptwaffe getroffen... Wir haben eh nur 800. Lässt deine Hauptwaffe getroffen, Gegner von dir wegstoßen, ist ja... Das ist ja auch krass. Oder halt Hauptwaffenschaden erhöhen. Nee, aber das ist... Nee, die kommen auf einen zu. Da kann man die wegstoßen. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob das nicht eher eine Symptombekämpfung. Eventuell. Wir werden sehen.
Ich werde die blöden Portale zerstören. Gut ist. So. Geht weg! Shit. Nee, das war... Da wollte ich zu viel. Ich wollte zu viel. Mist, ey. Ah, Mann. Hatte ich meine Attacke ready? Nee, ne? Wow! Und da ist vor allem das Ding hier, das hätte ich ja... Na, jetzt habe ich nicht mal getroffen. Shit. Das wäre jetzt praktisch, wenn ich da getroffen hätte. Nee, habe ich aber nicht. So, und jetzt ist der wieder leer. Na, top. Jetzt nicht mehr. Alter. So, wenn ich jetzt das hier mache, war das gut? Ja, oder? War mindestens okay, würde ich behaupten. So, schön hier unter mir wegmachen. Ja, der Tod war richtig blöd gerade, ey. So, und jetzt kann ich hier ganz in Ruhe... Na, nicht ganz in Ruhe, aber... In Ruhe. Halb in Ruhe. Nee, fertig machen. Mann, das nervt mich, dass ich jetzt hier ein Leben verloren habe. Ah. Das hätte echt besser laufen können. Okay. Bewegungsdrohnenlader. Füllt die Drohnenanzeige beim Bewegen? Ja, aber für was? Bis jetzt habe ich irgendwie keine Drohne. Mehr Tintenflaschen von Gegnern. Okay. Plattenteilhäufigkeit. Mehr Plattenteile von Gegnern. Ich glaube, ich nehme das. Weil. Dann passiert hier wenigstens mal irgendwas mit den. Mit der Drohne. Die ist bis jetzt noch sehr. Lasch. Nicht in Benutzung. So. Eine diese hier. Aber das ist ja immer okay. Das ist ja wirklich nett meistens, ne? Klar. Aua, aua, aua. Oh, das ist okay. Da habe ich ja ungefähr einen Weg. Und wenn ich den schön mit meiner Tinte hier auslasse, dann ist das schon mal gut. Natürlich kommt der hier rüber, über den Weg hoch. Das war ja abzusehen. Aber kann man gut ändern. So, und jetzt... Warte, der ist wichtig hier. Dass die das hier komplett... Na, glaube ich nicht. Nee, passiert doch nicht. Da gerade, dass die das hier komplett einfärben, ist unwahrscheinlich. Das machen wirklich nur die einen Gegner komplett schnell. Das heißt, die muss man priorisieren, wenn man die Zone halten will. Läuft doch ganz gut bisher. Darf gerne so weitergehen. Warten wir erstmal ab, was die nächste Etage zu bieten hat. Bist du auch so aufgeregt wie ich Nummer 8? Boah, ey, Unspaß. Alles nicht so schön. Dass ich jetzt schon Leben verloren habe, macht mich richtig... Macht mich wütend einfach auch. Weil ich denke mal, da kann ich mir ein Leben wieder zurückkaufen. So, ab der nächsten Etage. Aber, sollte ja auch nicht passieren. Das ist ja eigentlich auch doof. Alter. Asynchrones Rondo. Okay, ich sehe schon, was hier passiert. Ja, ich sehe schon, was hier passiert. Hilfe, schnell weg. Ah, da war so ein... Hier kommt richtig viel Zeug. Zwei habe ich schon. Warum macht der den Schaden in, ey? Aber ich habe schon... Also ich habe wirklich das Gefühl... Oh, da darf man, glaube ich, nicht rein. Lass mal probieren, da nicht reinzukommen. Komisch, wie das Ding sich verformt, wenn du ihm zu nahe kommst. Ja, komisch, ne? Ja, lass mal auch nicht da drunter durch. Pass auf. Ach, die Viecher. Okay.
So. Boah, das hat wirklich was gebracht. Okay. Sehr gut. Ja, also Discs, kein schlechtes. Ich geh mal weg. Wow! Nicht gerade schlau in den Such. Junge, es war keine Absicht. Aber hier kann man sich. Okay, man kann sich verstecken. Dann empfehle ich auch mal, sich da zu verstecken. Zack. Aber okay, diese Suchen. Alter, das ist echt ein verfluchtes Radio. Das hört sich so creepy an. So. Dann machen wir das hier wieder platt. Ah, kriegen wir das? Nee. Kriegen wir nicht in einer Runde. Es geht zum Angriff rüber. Was soll das bedeuten? What? Woher hätte ich das wissen sollen? Geh einfach weg, ey. Ganz schön instabil aus, das Teil, ja. It is. Oh nein. Was passiert jetzt? Es dreht sich relativ schnell. Und das, ist das das einzige? So. Ah, da ist aber noch was. Okay. Ich habe den einen da noch nicht fertig gemacht. So, weg hier. Wo ist der? Da ist der. So, einer ist noch übrig. Dann haben wir's. Junge! Ah nein, shit. Wow! Aufpassen. Ah, da ist aber noch was, ja. Boah! Dieser Angriff! Was? Was? Was hätte ich tun sollen? Dieser Angriff ist zu stark! Es funktioniert nicht! Der verfolgt einen einfach überall hin! Das ist absurd! Ey, das ist fies. Das ist echt fies gewesen gerade. Ach, Liefergang über. Ja, ist es nicht mehr lieber. Toll. Mann! Macht, ich habe jetzt noch mehr Hex zur Verfügung. Ach, scheiße, ey. Ermöglicht den Einsatz von Memoneten, um nach Verlust aller Leben weiterzuspielen. Okay, das ist natürlich nett. Farbchip-Vorliebe. Farbchips, die du in einer Palette bevorzugst aus. Verfolgt aus, tauchen im Spielverlauf häufiger auf. Okay. Drohnen-Tinferno. Eine Perladrohne ermöglichen, Tinfernos einzusetzen. Ja, wir wissen ja, dass es gut ist und Automatenauffüllung. Ermöglicht den Einsatz von Minimoneten, um das Warenangebot des Automatens zu ändern. Boah, das nervt mich jetzt. Nee, ich geh jetzt aber. Ich würde jetzt gerne auf die Drohne mal hier gehen. Schaltet Farbschiffs frei, die durch das Zerklecksen von Gegnern die Drohnenanzeige wieder aufladen. Tintenminen. Tinte verspritzen. Ich nehme mal das. Und. Tinferno ist natürlich krass. Und hier die Instabomben. Oh, ey, Mann. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht hier. So. Wir können ja nicht mal ein Schließfach öffnen. Jetzt neue Chips. War nicht viele, oder? 15 Perlen. Können wir davon irgendwas kaufen? Schauen wir mal. Schaden, Hauptwaffe, nah. Genau, mehr Power pro Exemplar als Kleckkraft-Chips. Beim Sekundärwaffen und Spezialwaffen dabei unberührt. Dann das hier, Stoßwirkung. Damit werden Gegner durch Treffer mit deiner Hauptwaffe weiter zurückgeworfen. Ob man sie einfach von der Arena ins Leere stoßen kann? Ja, ob man das kann. Extra ausweichen. Mit zusätzlichen Ausweichrollen entgehst du der Gefahr in Sekunden. Gut und komme mit Ausweichattacke. Genau, das meinte ich aber auch. Drohnenbatterienhäufigkeit. Batterien füllen Perlas Drohnenanzeige ein gutes Stück auf. Achte darauf, dass sie immer gut ausgerüstet ist. Ja, ups. Na gut.
Plattenteilhäufigkeit und der Peliminator ist Sperlers Superwaffe. Er klingt, sobald du dir das dritte Plattenteil geschnappt hast. Auch das nicht schlecht. Ja, wir machen definitiv noch eine Runde. Das war ja super doof jetzt, ey. Mann. Scheiße. Also schön. Wollen wir doch mal sehen, wie weit wir dieses Mal kommen. Wenn wir Ordnung in diesem Durchgang nicht besiegen, dann bestimmt in einer der nächsten. Gib alles Nummer 8. Und schön, wie es überhaupt keine Stakes gibt. Das ist schon lustig. Okay. Pressstoßwirkung. Beim Preschen weiter zurückstoßen. Klecksrate, Hauptwaffe, Schussfrequenz oder Drohnenanzeige beim Bewegen. Nehmen wir das. Es gibt auch meist Belohnung. Alles gut. Ach Gott, ey. Sag mal, ohne Spaß. Ich dachte mir das tatsächlich schon während den, zwischen dieser und der letzten Aufnahme. In 2015, ne? Wenn mir jemand gesagt hätte, was für crazy Splatoon-Spiele ich spiele, ne, hier, ne? Im Laufe des nächsten Jahrzehnts. Das, ich hätte nicht mehr, ich hätte nicht geglaubt. Das ist absurd, dass es das gibt hier. Das ist so absurd. Jetzt hau doch mal ab. So. Einfach ist das... Die machen auch ganz schön Tinte hier. Glaubt man gar nicht. Nee, nicht anhalten. Meine Zone gibt's hier noch. So, ein bisschen das ist ganz gut. So, zack. Oh Gott. Jetzt haben wir's. Das war auch irgendwie wilder, als ich dachte. Na gut. Schallkraft erhöht Schaden durch Schallwellen, etwa jene der Heulboje, der Schauerwelle oder der Perler-Drohne. 50% mehr. Das mache ich jetzt mal nicht. Also entweder das hier oder das. Ich gehe jetzt erstmal hier drauf. Nee, die Perler-Drohne. Ach, das ist... Der Nutzen ist bis jetzt noch nicht groß genug. Das können wir machen, wenn wir davon mehr freigeschalten haben. Aber bis jetzt, muss ich sagen, also habe ich nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form viel, viel bringt. Zeit, die Portale wegzuklecksen. Ach ja. Was war das? Ich habe gar nicht drauf geachtet, was ich nehme. Ich weiß auch nicht, mache ich selten jetzt. Bis jetzt. Aber... Das war so klar. Gut, die sollen jetzt kein Vergiss sein. Die sollen jetzt nicht das größte Problem sein. So. Wo ist Nummer 2? Oh Gott, warte. Da. Da, wo dieses Teil, wo diese Teile hier sind. Oh, das war's schon. Ich hab den außerdem anscheinend getroffen, hab ich gar nicht gemerkt. Okay, cool. Oh, ey, halbe Stunde. Komplett für nix. So. Lenkwirkung. Startet die Angriffe deiner Hauptwaffe mit Sucheffekt aus. Glücksbombenhäufigkeit oder Rüstungshäufigkeit? Dann gehe ich auf die auf die Bomben hier. Das ist natürlich auch eine interessante Sache, ne? Die Rüstung. Ach. Und wer hat sich dieses Stage eigentlich ausgedacht? Das ist ja echt krass. Eine eklige Stage. Hey, geh in diese Richtung. Ich ignoriere die alle. Das ist doch Schwachsinn. Warum sollte ich die... Warum sollte ich mir die vornehmen, wenn ich hier schon da bin? Und jetzt geh da rein endlich. Passiert nichts. Okay, Klebetinte. Das haben wir wieder Toxitinte und die Tintenflaschenhäufigkeit. Also bin ich auf jeden Fall von einem von denen hier. Ich habe nicht das genommen, was mehr Tinte verspritzt, ne? Oder doch, doch habe ich. Dann nehme ich das hier. Das andere wäre auch praktisch gewesen, aber komm. Langsamere Gegner. Hilft uns leider immer nicht bei den Sachen, bei denen es helfen könnte, ne? Das ist doof. Aber ist okay. Wir schaffen das. Nee, ich dachte gerade so, ja.
Angenommen, man rennt jetzt weg vor den Gegnern und dann sind sie langsamer. Dann ist das ja schön und gut. Was müssen wir überhaupt machen? So. Muss ich erstmal, was muss man überhaupt hier tun? Das ist ja schön und gut. Aber problematisch, wenn man keine Tinte hat zum Verklecksen. Und das passiert ja öfter, wenn man die ganze Zeit benutzt. Na, dass der so ist, so, ja, was machen wir jetzt hier? Und dann ist man trotzdem aufgeschmissen. Auch wenn überall Tinte, auch wenn man diese Tinte verlangsamt hat. Bringt dann leider nichts. So, bis jetzt sind wir aber ganz gut dabei. Genau, damit habe ich gerechnet. Das ist sehr gut. Wir kommen gerade ganz gut durch, würde ich behaupten. Ja, dass das Ding Tinte verspritzt, wenn man durch ist mit dem Checkpoint, das meine ich. Und generell, dass das Ding Tinte verspritzt, wenn man da drauf ballert, das ist auch gut. Die war erstaunlich machbar. Automat. Fährbewirkung Hauptwaffe. Oder Plattenteilhäufigkeit. Wir haben halt gerade unter 1000. Ist okay. Wir machen ja erstmal weiter und können dann später mehr Geld in den Automaten ausgeben. Ist auch was Gutes. So, jetzt müssen wir das halt noch nicht. Deswegen lassen wir das. So. Eskortiere den Turbinenturm. Mensch, kommt mir bekannt vor. Heilige Macaroni. So. Also ganz killen tut das die leider nicht. Na, jetzt aber fix. Die Gegner kommen schon. Sehr gut. Klappt irgendwie ganz gut bis jetzt, würde ich behaupten. Jetzt müssen die aber mal weg hier. Ah! Oh oh. Ne, was kann man da eigentlich... Warte. Ah, jetzt wird es wieder ungünstig. Jetzt bitte einmal hier weg. Kann ich die mal killen? Am besten killt man die, wenn die den Mund offen haben. Nehme ich an. So. Warte, schnell. Genau. Einmal hier, einmal ein bisschen Party machen. Komm. Wir müssen hier schnell durch. Ja, seht ihr, das hatten wir in der ersten Runde nämlich gar nicht, Pearler. Pearler haben wir gar nicht benutzt. Das war schade. Ich glaube, die hätte man mehr benutzen können. Okay, okay. Mal wieder durch Etage 5 gekommen. Yay. Drohnenanzeige schneller aufhören oder Schallkraft. Alles Kacke. Meiner Explosion. Komm, nee, ich mache es jetzt trotzdem... Wenigstens für die Coins, aber eine Explosion? Okay. Zack. Ja, wir müssen die ja kaputt machen hier. Ja. Ja, nicht das Schloss, was ich gerade tue. Außer ich krieg's jetzt hin. Oh mein Gott, ich kriege hier gar nichts hin gerade. Oh, schnell weg hier. Wenn ich das jetzt hinkriegen würde, die sofort hier zu kaputt zu machen. Dann wäre natürlich cool. Aber ich kann die nutzen, warte. So. Das war doch schon mal gut. Ja, ich glaube, das ist sehr gut. So. Ja, ein bisschen was müssen wir leider tun. Aber... Oh Gott! Da ist noch einer. Helfen tun die hier. Muss man ja mal sagen. Helfen tun die hier sehr. Weil die kann man alle schön in die Mitte locken. Und die dann kaputt machen. Ich wollte gerade sagen, das ist schon meine Bombe, die da gerade neben mir liegt. Sah so aus. Wie viel habe ich? 2 Discs, okay. Komm mal kurz alle her.
Na, der hört jetzt wahrscheinlich nicht auf. Jetzt haben wir hier neue Gegner sogar. Cool. Das freut mich ja ungemein. Ja, hast du mich gerade gebissen? Ich glaube, zackt. Oh nein, und der auch. Schnell! Ja. Mir geht's gut. Wieso? 259. Färbebodenschaden. Lässt Gegner, die durch deine Tinte oder deinen Sepitox-Nebel verlangsamt werden, mehr Schaden anleihen. Ja. Rüstungshäufigkeit und Ausweichattacke. Schaden verursachen. Ja, das wäre doch passend zur Waffe. So. Und wenn es einmal brenzlig wird, muss ich nur dran denken, auch mal auszuweichen. Ah, die Rekordetage ist so traurig. So. Bring die Unendlichkugel ans Ziel. Gar kein Problem. Wo soll. Alter, wo ist denn das? Ja, die macht da auch alles kaputt, oder nicht? Also. Wow! Das nehme ich jetzt mal so hin. Warum hassen die so? So, macht mal alle hier kaputt, das Ding. Ja, man muss irgendwie auch die Fähigkeiten der Sachen, mit denen man hier arbeitet, irgendwie ein bisschen ausnutzen, ne? Das bringt was, die anzu... Ja. Ja, danke. Okay. Hilft mir einfach. Ich würde sagen, das geht doch wohl, das macht doch wohl das ganze Teil hier nach oben. Und jetzt, danke. Bin ich gleich endlich da? Ja, bin ich. Okay, das macht erstmal hier alles kaputt. Boah, die macht auch einen Schaden. Also, muss man ja mal sagen. Da war's doch. Ich wollte gerade sagen, hey, ist doch drauf. Bin ich nochmal angegriffen vorher. Hab erst Panik bekommen. Super. 50 ist natürlich nichts. So, ich habe das Gefühl, wir sollen langsam schwierige Sachen machen. Hier gibt es sogar einen Bonus. Okay, mit Pressschaden. Hier Bewegungsspeziallader. Füllt die Spezialanzeige beim Bewegen. Aber der Bonus. Aber Pressschaden hatten wir ja, ne? Drohnenbatterienhäufigkeit. Bringt schon wieder nichts. Mache ich lieber das. Die wollen einen auch echt leiden sehen, ne? Die wollen, dass man es hier richtig schafft. Also, die wollen, dass man gut hier drin wird. Nichts für schwache Nerven. So. Ah, warte. So. Jetzt aber nicht wieder. Jetzt nicht kleinlich werden. So. Haben wir. Kann das jetzt bitte auch klappen? Warum klappt das nicht? So, wenn ich die Spezialattacke schon dafür nutze. Oh, ach ja. Muss das aber auch klappen. So, ich versuche jetzt das hier mal aufzumachen. Guck mal, was hier drin ist. Dann kann ich... Ah, jetzt komm doch runter! Mach doch nicht sowas mit mir. Jetzt ist der nicht runtergekommen, wie so eine Nase. Nee, ich mache erstmal die mehr oder weniger fertig. So. Jetzt gehe ich langsam da drauf. So, perfekt. Musst du sogar nicht mal mehr irgendwas machen. Gott im Himmel. Na gut, das war schwierig. Also, Hauptverbrauch senken, Glückskombo-Toleranz erhöhen, Projektilgröße. Machen wir mal das. Das ist gut und es gibt einen Bonus. Sehe ich als ganz nützlich an. Heiß umkämpft Kessel. Schütze die Zone. Setze deine Hauptwaffe nicht ein. Was?
Das ist ja... Nur so. Wie soll das denn funktionieren? Das betrifft auch... Also sorry, aber das wird ja... Das wird doch... Nee. Das wird nichts. Entschuldigung, aber wie soll das denn funktionieren? Ich meine, ja, ich kann da meine... Sorry, aber niemals. Niemals hätte das aber auch nur im Ansatz funktioniert. Dafür habe ich die falsche Sekundärwaffe. Und ich weiß... Ich habe den gerade umgenietet. Wieso? Ja. Ich sag mal, sorry an der Stelle. Gleichzeitig aber auch. Ihr habt ein bisschen... Habt ihr ein bisschen übertrieben, finde ich, mit dem Bonus. Also das war ja jetzt ein bisschen hart. Oder? Also, Entschuldigung. Im Leben. Okay. Bonus 153. Hey. Wenigstens haben wir Bonus.